wunderschönen guten Tag hier in Fellanitsch. Wir sind wieder im Südosten der Insel. Heute eine sehr schöne und einzigartige Finca. Ein Riesenanwesen, direkt auf dem Lande, viel Privatsphäre. Wir haben ein Grundstück von 42.000 Quadratmetern, 800 Quadratmeter Wohnfläche, 955 bebaute Fläche, XXL Swimmingpool, Sauna, Spa, aber ich will jetzt nicht zu viel erzählen am Anfang. Preis 2,49 Millionen und wir fangen uns das jetzt mal an anzuschauen. Let's go! Bevor wir jetzt da reingehen, muss ich mich kurz entschuldigen. Juli und August sind die schlimmsten Monate auf Mallorca und wie ihr sehen könnt, ich bin schon leicht am Schwitzen. Und ich glaube, wir machen ein kleines Outfit-Change. Und dadurch, dass wir im Sommer sind, passe ich mich jetzt auch mal mit einem sommerlichen Outfit an. So, da sind wir jetzt hier im Erdgeschoss von dieser Mega-Finca. Ein sehr offener und lichtdurchfluteter Wohn-, Essbereich, Eingangsbereich. Also hier, wie ihr seht, haben wir die Eingangshalle. Auch sehr lichtdurchflutet. Wie vorhin schon gesagt, entschuldigt, wenn ich in dem Video etwas schwitze. Es ist ziemlich warm, obwohl man muss sagen, hier drin ist es angenehm kühl. Hier haben wir den großen Essbereich, einen mega großen Esstisch, auch für Spieleabende oder sonst, was man mit Familie und Freunden machen will. Hier sehen wir komplett den Wohnbereich. Eines der Highlights der Finca, der Billardraum. Wohnzimmer mit einem großen Kamin, um sich gemütliche Winterabende zu machen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man eine Immobilie auf Mallorca kauft, dass die auch für den Winter vorbereitet ist, so dass man auch eine Heizung hat, einen Kamin. Bei diesem Objekt hat man Fußbodenheizung, Zentralheizung plus Kamin, plus Klimaanlage natürlich, die jetzt leider für das Video nicht komplett gelaufen ist, aber wenn ihr das Haus natürlich kauft, dann habt ihr die Klimaanlage auch. Der Billardtisch, ein Highlight von dieser Immobilie. Ich spiele auch selber leidenschaftlich Billard als Hobby, nicht als Profi. Wenn jemand bei der Besichtigung ein Match spielen will, können wir auch gerne eine Wette eingehen, dass wenn jemand die Immobilie kauft, wenn er gewinnt, dann organisiere ich auch gerne die Einweihungsfeier direkt, persönlich. So, da sind wir jetzt in der Küche, offene Küche, das war vorbereitet, falls ihr seht, hier unten gibt es ein paar Schienen, das wird uns unser Videograf ins Video noch reinschneiden. Die Idee war eigentlich, dass man das mit einem Riesenbild in zwei Teilen schließen kann. Letztendlich haben sich die Besitzer dafür entschieden, das einfach offen zu halten. Standardküche, keine besonderen Materialien und so, aber gute Qualität von Elektrogeräten. Und man hat hier noch eine Speisekammer, relativ große Speisekammer. Man hätte natürlich die Option, wenn man darauf nicht so viel Wert legt, das ist keine tragende Wand, das heißt, man könnte das öffnen, eine größere Küche machen, vielleicht ein bisschen modernisierter mit einer Kochinsel, das wäre überhaupt kein Problem. So, hier sind wir wieder beim Eingangsbereich. Hier haben wir ein Gäste-WC mit einem kleinen Highlight für die Männer. Es gibt noch ein Pissoir sozusagen, ein Stehklo. Das hier unten, ein Büro und eine Bibliothek. Das wurde umgebaut als eines der Schlafzimmer mit eigener Terrasse. Ein geteiltes Badezimmer mit Dusche und ein zweites Schlafzimmer nochmal. Wir sind im oberen Geschoss. Hier sind hauptsächlich Schlafbereich, die Schlafzimmer. Wir haben 1, 2, 3 Schlafzimmer. Diese beiden Schlafzimmer auf der Seite sind komplett symmetrisch. Das heißt, auf den Zentimeter eigentlich genau das gleiche gespiegelt. Das kam daher, dass die Besitzer zwei Söhne hatten und dass die sich nicht die ganze Zeit zanken, wer jetzt welches Zimmer kriegt, war das die perfekte Lösung. Wir haben in beiden Schlafzimmern einen begehbaren Kleiderschrank,
Wir haben das Bad in Suite, was sich vom Stil ein bisschen unterscheidet bei den beiden. Badezimmer mit Dusche und ja, komplett auch hier oben haben wir die Heizkörper von der Zentralheizung, Fußbodenheizung, Klimaanlage. Dazu muss ich auch noch sagen, zu dem ganzen Haus, Doppelverglasungsfenster natürlich, eine Top-Isolierung. Bei der Bauphase hat man auch viele Fotos gemacht. Das heißt, das kann man sich auch anschauen bei der Immobilie. Bei dem Schlafzimmer hat man draußen noch einen Balkon. Aber das zeige ich gleich bei dem anderen Zimmer, weil da gibt es Balkon und Terrasse. Hier sind wir in den zweiten von den beiden Zimmern, die symmetrisch aufgeteilt sind. Wir haben den Balkon, die Dekoration ist ein bisschen anders. Wir haben trotzdem, genauso wie beim anderen Zimmer, den begehbaren Kleiderschrank, das Bad in Suite mit Badewanne, Dusche, mit BD natürlich in jedem Bad gehört auch dazu bei dem Haus. Den Balkon zeige ich gleich. Ich zeige jetzt erstmal von diesem Zimmer die Terrasse. Das ist der einzige Unterschied. Ja, da sind wir hier auf der Terrasse. Das ist, wie gesagt, das Highlight von dem Zimmer hier. Man hat einen sehr, sehr schönen Blick auf den San Salvador Berg. Und es bietet sich natürlich top an, um ein bisschen entspannt zu sein, seine Privatsphäre zu haben von dem Rest der Familie und einfach hier sich ein bisschen zur Sonne und einen Kaffee zu trinken. Kommen wir jetzt zu dem Balkon. Den wollte ich ein bisschen vorbehalten. Da ziehe ich euch jetzt aber auch mal den Zahn, weil da seht ihr den Pool. Kommen wir jetzt zu dem Highlight-Schlafzimmer, das Master-Schlafzimmer. Das hat ungefähr die Größe von den beiden anderen Schlafzimmern zusammen. Wir sehen hier ein sehr offener Schlafbereich für ein großes Bett. Man kann ein Sofa reinstellen, Kamin, bisschen hier Details in Maresstein, in Naturstein. Es hat zwar keine so große Terrasse, aber nicht schlechter als das andere mit einem Megablick auch auf den San Salvador. Heute ist es ein bisschen neblig bewölkt, da sieht man das nicht so gut. Hier haben wir noch einen Kleiderschrank, ein bisschen Abstellraum, ein begehbarer Kleiderschrank und das Master-Badezimmer. Doppelwaschbecken, BD, man hat eine separate Badewanne und eine separate Dusche. Und sonst von dem Stil ist es einfach in diesem klassischen, rustikalen Stil gehalten, wie der Rest des Hauses eigentlich. Hier haben wir den Außenporche. Das ganze Haus hat komplett, fast auf jeder Seite, einzelne Terrassen mit viel Privatsphäre, wo jeder sich so ein bisschen abschotten kann von den anderen, wenn viele Leute zu Hause sind. Hier hat man einen mega großen Außentisch, um mittags zu essen, besonders Abendessen im Sommer. Sehr, sehr romantisch hier. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich noch die Barbecue-Zone. Wie versprochen, die Barbecue-Zone, nochmal ein Esstisch hier im Außenbereich. Wir haben einen Ping-Pong, einen Tischtennis, das Barbecue hier vorne mit Außenwaschbecken. Das Häuschen hier vorne, was ihr gesehen habt, das ist Haushaltsraum und der Technikraum für Entkalkungsanlage, Heizung, Brenner, so das Ganze. Die ganzen Installationen sind da vorne. Ein weiterer Porsche-Bereich, überdachter Terrassenbereich von dem Haus. Wie gesagt, es hat etliche. Hier hat man auch den direkten Zugang zum Billardraum. Also wenn ein paar im Spiel sind im Sommer, kann man hier auch schön draußen ein Bierchen trinken, ein Glas Rotwein, ein Glas Weißwein und sich abwechseln zum Spielen. Da sind wir jetzt angekommen bei dem absoluten Highlight von der Finca, der XXXXXXL-Pool. Schaut euch das mega große Ding hier einfach mal an. Natürlich Außentoilette, Außendusche dabei. Das mit der Außentoilette habe ich schon mehrmals gesagt. Ganz wichtig, damit nicht alle Leute durch das Haus tapsen.
mit nassen Füßen. Wir haben sehr, sehr viel Terrassenfläche um das Swimmingpool herum. Man hat hier die Treppe, damit man auch gute Bahnen schwimmen kann, damit man nicht dann nicht merkt, wenn man auf das Ende zuschwimmt. Eine sehr, sehr schöne Chillout-Zone haben wir da vorne. Das schauen wir uns auch jetzt mal genauer an. Sommerküche darf nicht fehlen. Ein riesiger Kühlschrank mit Ice Crusher für die Cocktails. Waschbecken natürlich, ein bisschen Abstellraum. Hier haben wir schon den ersten Untermieter. Das Haus bietet sich natürlich perfekt an, um Haustiere zu haben. Es gibt dazu noch ein sehr, sehr großes Gehege. Da kann man Pferde, Ziegen, Enten, egal welche Art von Tieren, auch hier haben. Und wie gesagt, das ist noch ein bisschen hier der Chill-Out-Bereich da vorne, hier die Theke. Eigentlich perfekt für die so eine oder andere Sommerparty. Der Swimmingpool ist hier vorne. Wir gehen jetzt weiter zu dem Sauna-Spa-Trakt. Auch noch ein sehr geiles Highlight. Im Anschluss schauen wir uns auch noch den Fitnessraum an. Wie ihr sehen könnt, ist bei dieser Finca Sauna nicht nur eine kleine Sauna für ein, zwei Personen, um sich da reinzuquetschen, sondern man hat hier wirklich einen Bereich zum Relaxen, zum Ausruhen. Heizung ist da, Kamin ist da, damit man auch ein schön warmes Ambiente im Winter kreieren kann. Wir haben hier natürlich einmal noch ein Gäste-WC, dass man auch nicht aus der Sauna raus muss. Hier haben wir einen Nassbereich, was auch die wenigsten Saunas dazu haben normalerweise. Und hier natürlich das Herzstück von diesem ganzen Bereich. Ich gehe mal rein, damit ihr seht, wie groß es ist. Also hier können locker, ich würde mal so sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen rein. Und da kann man sich schon den einen oder anderen netten Männer- oder Frauenabend machen hier. Der Fitnessraum, wie schon vorher gesagt, wir haben hier auch Heizung, wir haben Klimaanlage, dass man auch im Sommer trainieren kann. Dass einem das eben nicht passiert wie mir, ich habe leider nicht Bescheid gesagt, dass die ganzen Klimaanlagen angemacht werden. Deswegen muss ich heute auch ein bisschen schwitzen. Wir haben Multifunktionsgeräte, hier hängt eigentlich noch zusätzlich der Boxsack, der jetzt gerade abgehangen wurde. Laufbahn, man hat genug Platz für die wichtigsten Sachen, um hier ein bisschen Freigewichte trainieren zu können und mit den Maschinen und ein bisschen Cardio auch zu trainieren. Zusätzlich hat auch das Fitness auch noch eine eigene Terrasse, dass man hier auch noch ein bisschen Privatsphäre hat. Also ihr seht, hier gibt es etliche Terrassen, etliche Rückzugsmöglichkeiten, deswegen die perfekte Privatsphäre und dann treffen sich alle am Pool. So, zu den etlichen Sachen, die ich schon gesagt habe, haben wir hier noch eine Räucherkammer. Also wirklich eine Räucherkammer. Fisch, Fleisch, Schinken, irgend sowas in die Richtung. Ich verstehe davon jetzt nicht so viel. Aber dafür wurde die auch noch gebaut. Hier vorne haben wir einen kleinen Kräutergarten und so eine kleine Fläche für Meditation, Yoga und so welche Sachen. Das ist perfekt, dass man ein bisschen abgeschottet ist hier im Garten. Und jetzt kommen wir zu dem Gästepart. Das ist das Gäste-Apartment. Hier hat man alles, was das Herz begehrt, im kleinen Format. Wir haben eine offene Küche, Essbereich, Wohnbereich. Hier hat man den Schlafbereich direkt mit einem kleinen Schrank dazu. Bad and Suite mit Dusche. Und ja, das hat auch Heizung und Klimaanlage. Perfekt, wenn man Gäste hat, wenn jemand mal nach dem Abendessen da bleiben will. Ihr fragt euch natürlich jetzt, da war doch noch ein anderes Gästehaus, ein großes. Ja, da gehen wir heute leider nicht rein, aber das werdet ihr von den Drohnenaufnahmen sehen. Ein komplettes zweistöckiges Haus dazu, mit Heizung, mit offenem Bereich für Wohnbereich, Essbereich, Küche, offene Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und mit einer eigenen Einfahrt mit Kreisel-Rotonda noch dazu.
Ja, meine lieben Freunde, da sind wir hier auf dem Lande und naja, lass es mal aufhören mit dem Blödsinn hier, mit den ganzen Kostümen. Ich wollte nur noch dazu sagen, wir haben hier noch eine Riesenfläche, was ich vorhin schon gesagt habe, wo man Pferde, Gänse, Enten, Ziegen sind aktuell auch da, halten kann, wo das geschlossen ist. Eine überdachte Zone für die Tiere auch noch dazu. Und hier noch eine Garage, wo man eine Werkbank hinstellen kann, Abstellraum, egal wofür man das nutzen will, hat man hier noch ein paar Quadratmeter Fläche für. Ganz am Ende von unserem Property Tour Video nochmal. Ich habe mich, wie ihr gesehen habt, umgezogen nochmal. Werde kurz mal den Pool austesten. Und die Immobilie ist ein einzigartiges Stück hier im Südosten, Fellanitsch. Die Anzahl an Quadratmetern kann man heutzutage legal nicht mehr bauen. Das heißt, das hat einen ganz anderen Wert nochmal durch diesen Punkt. Zusätzlich hat die Immobilie eine ETV-Lizenz für 12 Personen. Das heißt, ihr könnt Ferienvermietungen machen, eine Zeit im Jahr 2-3 Monate das nutzen, den Rest vermieten, wie ihr wollt. Und wie gesagt, 800 Quadratmeter Wohnfläche, 955 bebaute Fläche, 42.000 Quadratmeter umzäuntes Grundstück, gepflanzt komplett mit allem, mit Garten, Terrassen, alles, was das Herz begehrt. Und ja, wie versprochen, ich mache heute mal den Pool-Tester für euch. Hallo, amigo.